auch nochmal von mir. Hallo zum letzten Vortrag vom heutigen Tag. Ich habe die Ehre, diesen zu nehmen. Ab 16 Uhr steht in der Agenda, soll die Losverteilung sein. Aber bevor jetzt alle panisch auflegen und in den anderen Stream wechseln, weil sie hoffen, gewonnen zu haben, ich habe die Ansage bekommen, dass die erst mit der Verlosung beginnen, wenn wir hier auf unserer Seite fertig sind. Also keine Angst. Da haben sie noch genug Zeit, später einmal rüber zu wechseln. Nichtsdestotrotz habe ich den Vortrag etwas gekürzt, dass wir jetzt hier nicht allzu lange die ganze Agenda nach hinten ziehen. Alles klar. Dann fange ich jetzt einfach einmal an. Mein Thema heute: Servicekatalog zusammenfassen, was zusammengehört. Das ist jetzt natürlich sehr viel aussagend. Was sich genau dahinter verbirgt, versuche ich dann natürlich hoffentlich heute ein bisschen rüberzubringen. Bei solchen Vorträgen sinniere ich immer, was mich das letzte Jahr oder in dem Fall die letzten 2 Jahre besonders häufig beschäftigt hat während meiner Tätigkeit. Achso, ich bin übrigens Teamleiter ITSM-Bereich, da andere Seite, Service Store, also den bete ich rauf und runter und betreue Sie und euch als Kunden in der vollen Bandbreite der Module. Genau, aber was hat mich die letzten 2 Jahre besonders häufig bei Ihnen und euch beschäftigt? Tatsächlich ist es weiterhin der Servicekatalog. Also mein letzter Vortrag hat sich auch schon um den Servicekatalog gedreht. Darum etwa ein anderes Thema. Zum Glück erzähle ich nicht wieder das Gleiche. Genau. Und was häufig Thema war, ist, dass die Leute alle einen Servicekatalog einführen wollten. Dadurch, dass jetzt viele Leute nicht mehr vor Ort sind oder weil es einfach an der Zeit war. Also die Gründe dafür waren sehr, sehr groß und hoher Unterschiedlichkeit vorhanden. Aber vom Prozess der Servicekatalogentwicklung war es bei vielen tatsächlich sehr ähnlich. Hauptziel war es immer, dass die Mitarbeiter in der IT entlastet werden, so wie Tobi in seinem Vortrag eben schon gesagt hat. Fachkräftemangel beschäftigt uns, glaube ich, alle mittlerweile. Und alles das, was wir automatisieren können, soll natürlich auch automatisiert werden. Das war immer die Hauptantriebskraft. Ein zweites Ziel, was immer erst ein bisschen später im Projekt oder meistens erst etwas später im Projekt dazugekommen ist, ist, dass man eine saubere Anforderung von dem Kunden haben möchte. Was wollen die jetzt eigentlich? Und da bietet sich der Servicekatalog natürlich super an, weil der Kunde dann weniger sagt, was er haben möchte, sondern wir sagen dem Kunden, was können wir dir überhaupt alles anbieten. Und das ist unser Portfolio. Wähle das aus. Und wir stellen dir das dann natürlich zur Verfügung, schnellstmöglich. Und natürlich haben wir auch bei fast jedem Kunden ein Freitextformular mit hinterlegt, also ein Service, wo der Kunde dann noch alles das aufschreiben kann, was ihm fehlt, was er nicht gefunden hat und wo die IT-Abteilung dann natürlich auch versuchen, diesen Wunsch zu erfüllen. Genau, und basierend auf diesen ganzen Servicekatalogprojekten haben wir natürlich das, was wir als LMBIT, als Standardprozesse gelernt haben über die ganzen Jahre, natürlich auch immer weiter verfeinert auf Kundenanfragen, die dann auch Erfahrung gesammelt haben und gesagt haben, hier, das läuft ganz gut, aber an der und der Schraube müssten wir dann doch noch etwas schrauben. Deshalb die Weiterentwicklung von bestehenden Standardprozessen. Also das, was wir als LMBIT als Standardprozesse gelebt haben. Na, das ist Sekunde. So, die Ausgangssituation war häufig dadurch, dass der Servicekatalog natürlich schnell mit Leben gefüllt werden sollte, fing es häufig bei Kunden an. Ja, wir wollen das, das und das und das und das haben. Und wenn man dann gesagt hat, ja, diese Automatisierung, dieser Prozess braucht halt ein bisschen Entwicklungszeit, weil so viele Sachen sind, das war dann häufig nicht schnell genug, sodass man sich dann für die einfachen Prozesse,
meistens überlegt hat, okay, wir starten damit, dass der Endkunde den Katalog kennenlernt, dass er da in den Prozess einsteigt, wie wir gerne die Bestellung haben möchten. Und im Backoffice bei uns wird für eine Bestellung ein Ticket aufgemacht, wo dann drin steht, wer was bestellt hat und zu wann er das braucht und wohin es ausgeliefert werden soll. Also als Ergebnis hatten wir viele Services mit dem sogenannten Provisioning Create Workflow Change Workflow, der im Endeffekt für jede Buchung aus der Bestellung einen eigenen Change anlegt. Und jeder Change hat je nach Änderungsvorlage mindestens ein weiteres Aufgabenticket. Man kann natürlich auch noch andere Changes hinterlegen, die dann noch mehr Aufgabentickets aufmachen. Naja. Aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass das manchmal ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Der Vortrag ist jetzt für Leute, die ganz strikt nach ITIL vorgehen wollen, vielleicht nicht der allerbeste. Also vielleicht ein halbes Auge zudrücken für die weitere Verarbeitung von den Anfragen. Aber wir haben halt gesehen, dass eine Bestellung mit 5 Artikeln, 5 Changes eröffnet und 5 Aufgabentickets. Das heißt, aus so einer Bestellung im Warenkorb ist dann einmal sowas entstanden. Das ist die Auflistung sämtlicher Changes. Jeder einzelne Artikel hat seine eigene Zeile im Ticketsystem. Und dem nicht genug. Die Aufgabentickets, die dann bearbeitet worden sind in der IT-Abteilung oder welche Abteilung auch immer die ganzen Aufträge abgearbeitet hat. Es könnte halt sein, dass die Aufgabentickets auch durch unterschiedliche Mitarbeiter verarbeitet worden sind, weil man hat seine Queue mit den offenen Aufgaben und man erkennt nicht unbedingt auf den ersten Blick, welche Bestellung das jetzt ist, also oder ob die einzelnen Aufgabentickets alle zu einer Bestellung dazugehören, so dass sich dann vielleicht das erste Ticket holt, dann kommt der zweite, so dass wir dann irgendwann 5 unterschiedliche Bearbeiter für die gleiche Bestellung haben. Aber es sind dann natürlich 5 unterschiedliche Artikel. Das wiederum kann dazu führen, dass der Kunde, der das bestellt hat, mehrfach angesprochen wird. Hier, ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Artikel. Wie hättest du es gerne? Hättest du gerne einen schwarzen Monitor? Rand oder soll er doch lieber rosa sein oder ein weißer oder. Ja, also diese ganzen speziellen Absprachen, die vielleicht nicht im Kommentar hinterlegt worden sind. Ja, und wenn man 5 Bearbeiter hat, dann kriegt er im schlimmsten Fall 5 Anrufe. Daraus hat sich dann der Wunsch, es wurde der Wunsch entwickelt, dass man irgendwie doch ein bisschen was zusammenfasst, was zusammengehört, der Optimierungswunsch. Und das haben wir ja dann auch uns angehört bei den Kunden und haben es tatsächlich auch mit anderen Kunden zusammen entwickelt. Und zwar haben wir einen eigenen Workflow gebaut, der auf den Create Workflow Change natürlich aufbaut. Also wir haben das genommen, was Matrix Standard ist und haben ihn etwas angereichert und haben den Create Workflow One Change per Order Workflow genannt. Das ist ein Workflow, der startet. Ne? Also ich habe wieder meine 5 Artikel. Alle 5 Bereitstellungsworkflows starten ganz normal. Und dann wird zu Beginn einer Bereitstellung alles einmal pausiert und eine Hauptbuchung wird rausgesucht. Also eine Buchung, die dann für die weitere Abarbeitung dieser Bereitstellung gilt. Das heißt, wir haben dann nur noch ein Aufgabenticket, wo alles Relevante drinsteht. Und die anderen Workflows warten alle auf diesen einen Hauptworkflow. Hat den Vorteil, es wird alles ein bisschen übersichtlicher und schlanker. Und wir haben nicht mehr die 5 Bearbeiter für die gleiche Bestellung. Wie sieht das denn? Oder was ist der Mehrwert von dem Ganzen? Hatte ich eben schon gesagt. Natürlich der eine Mitarbeiter, der nur noch verantwortlich ist für diese Bestellung. Es ist nicht mehr diese Mehrfachabstimmung mit dem Kunden notwendig, weil es nur noch einen Mitarbeiter gibt. Und wenn es möglich ist, kann man dann alle 5 Artikel gleichzeitig
ausliefern. Ne, dann behält man die so lange bei sich im Lager, bis alles zusammen ist. Es sei denn, ne, wie bei Amazon, man bestellt eine sofortige Auslieferung, keine Sammlung der Artikel. Genau. Und die Arbeitszeit wird dadurch auch ein bisschen minimiert. Dadurch, dass nicht mehr fünf Mitarbeiter gucken müssen, Bestellung oder Artikel, zu welcher Bestellung gehört das? Wer hat die Bestellung ausgelöst? Wo muss die Bestellung hin ausgeliefert werden? Das ist so der Gedanke dahinter. So, und wir haben statt den fünf Changes dann nur noch den einen Change in einer Zeile, wo dann drin steht, dass er fünf Positionen beinhaltet. Und dazu haben wir dann auch nur noch den einen Task, wo dann auch diese fünf Positionen wieder aufgelistet werden. Hier in der Beschreibung sehen wir dann sogar noch die Hauptbuchung aus dieser Bestellung, die dann diese Masterbuchung geworden ist, wo dann die restlichen Prozesse drauf warten. Und hier ist nochmal ein kleiner Ausschnitt aus dem Ticket, wie das denn in der Realität aussieht. Also in dem Task sind dann schön in einer dynamischen Tabelle diese ganzen Artikel aufgelistet. Weiter unten steht dann natürlich auch der Empfänger, ganz normal wie im normalen Change auch. Aber hier hat man dann einen schnellen Überblick über das Ganze, was zu leisten ist. Dazu gibt es dann noch ein paar Einschränkungen oder Erweiterungen, weil sich jetzt viele denken so, naja, aber es können ja auch unterschiedliche Abteilungen für die Bereitstellung dieser Artikel zuständig sein und dann bringt es ja nicht, wenn ich nur einen Task habe. Also wir prüfen in diesem One Change per Order tatsächlich auch auf den Bereitstellungsworkflow. Das heißt, es werden nur die Artikel zusammengefasst, die diesen Bereitstellungsworkflow haben. Also nehmen wir jetzt dieses Beispiel, wenn die Monitore einen anderen Bereitstellungsworkflow haben, dann würden sie da nicht mit aufgelistet werden, dann würde für die deren normaler Bereitstellungsworkflow parallel dazu laufen. Und so könnte man für jede Abteilung, die nach diesem Muster arbeiten möchte, einen Bereitstellungsworkflow anlegen, also den einen kopieren und dann entsprechend die verantwortliche Rolle austauschen. Und dann haben Sie vielleicht zwei oder drei von diesen großen Tasks, die die ganzen Positionen zusammenfassen. Genau. Punkt. Was wollte ich noch dazu sagen? Alle Sonderbereitstellungsworkflows, die bleiben natürlich auch weiterhin bestehen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Mitarbeiter-Onboarding haben, dann ist es natürlich sinnvoll, dass da der ganz normale Bereitstellungsworkflow auch weiterläuft und dass sie nicht in solchen Sammeltasks mitlanden. Und das ist das gleiche Prinzip wie mit den anderen Abteilungen. Also wie gesagt, es wird auf den Bereitstellungsworkflow geprüft. Und wenn das nicht der ist, der die alle zusammenfassen soll, dann taucht das hier nicht mit auf, sondern wird ganz gesondert weiter abgearbeitet. Ich gucke einmal kurz auf die Uhr. Ich würde das auch einmal ganz kurz in meiner VM einmal zeigen, dass Sie das auch sehen, dass Sie mir nicht nur immer alles glauben müssen, was ich erzähle, sondern ich habe auch knallharte Fakten geschaffen. Und zwar habe ich hier schon mal einen Warenkorb vorbereitet. Das sind die fünf Artikel, die Sie eben auch in der einen Präsentation gesehen haben. Die sind jetzt alle mit dem Einzel-Workflow hinterlegt. Das also für jede Bestellung wird ein einzelner Task aufgemacht. Zack, Bestellung aufgegeben. Der muss natürlich genehmigt werden. Dam, 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 dam. Servicekatalog. Bestellung. Also hier haben wir jetzt ganz normal die Bestellung mit den fünf Buchungen. Ich darf hier als Admin alles auch genehmigen. Zack. Alles genehmigt. Und wenn wir uns dann im Service Desk das Ganze angucken mit den Änderungen, dann sollten hier jetzt fünf neue Änderungen
angelegt worden sein. Ja, ist noch am Arbeiten. Ja. Zumindest sind hier schon mal ist noch mein Test von gestern, aber den können wir auch gerne nehmen. Also hier ist es jetzt für jeden Change eine eigene Zeile angelegt worden. Das ist natürlich etwas unschön. Und ich habe aber ja auch gestern schon eine Testbestellung gemacht mit dem einen Aufgabenticket, der hier mehrere Bestellung zusammenfasst. Das sieht dann so aus. Ne? Hier steht schön drin, wie viele Positionen es tatsächlich sind. Wir haben hier sämtliche Informationen drin, die der normale Change auch bereitstellt. Hier mit den Services und hier unten ist auch die Lieferadresse mit drin. Wir könnten auch die Bestellinfo, die wird hier auch mit eingetragen, also dieser Kommentar, den man beim Abschluss der Bestellung mitgeben kann, wird hier auch mit übermittelt. Genau. Und das Ganze hat halt den tollen Effekt, dass es vielleicht etwas aufgeräumter ausschaut in Ihrem Service Desk, dass die Tickets nicht überhand nehmen. Manchmal ist man ja auch ein bisschen erschlagen davon, wenn man morgens anfängt zu arbeiten und da sind plötzlich 30 neue Tickets drin, die eigentlich aber nur zu drei unterschiedlichen Bestellungen gehören und eigentlich gar nicht so viel Arbeit verursachen, wie man vielleicht gerade befürchtet. Ja, also das war auf jeden Fall der Gedanke hinter unserem Create One Change Per Order Workflow, dass wir Informationen, die von den gleichen Leuten abgearbeitet werden können, auch zusammengefasst werden können in einem einzigen Aufgabenticket. Vielleicht ein Nachteil noch, wenn es über Anzahl der Tickets denn Auswertungen gefahren werden, dann würde man so die Gesamtanzahl der Aufgabentickets vielleicht etwas reduzieren. Aber man hätte ja auf der Gegenseite trotzdem weiterhin die Anzahl der Bestellungen bzw. die Anzahl der Buchungen, mit denen man argumentieren kann, dass die Arbeit doch nicht weniger geworden ist, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so ausschauen sollte. Ja, das war's zu meinem Vortrag hier am Ende von unserer Nordbit, also zumindest vom thematischen Ende der Nordbit. Wenn Fragen sind, Markus, schalte ich gerne dazu und sag mir, ob ich irgendwas beantworten soll. Dazu geschaltet habe ich mich. Vielen Dank, Christopher, erstmal. Es kamen keine Fragen. Es kam nur von Jan Steckel von EBL, der die Anmerkung, dass es ein sehr guter Workflow ist und dass das bitter nötig war. Ja. Insofern kannst du das, glaube ich, sehr positiv hinnehmen. Darunter kam auch schon ein Daumen nach oben. Sehr gut. Genau. Dankeschön, Herr Steckel. Ja, also der Workflow ist tatsächlich schon bei diversen Kunden im Einsatz, und hat sich da auch eigentlich ganz gut gemacht. Und die Zufriedenheit bei der Abarbeitung ist deutlich höher geworden bei den Mitarbeitern. Ja, das war's. Mehr kam tatsächlich nicht rein. Von daher glaube ich, hast du alles angesprochen und die Leute sind jetzt gespannt, ob sie gewonnen haben. Sehr gut. Das wird es wohl sein, genau. Vielen Dank, Christopher. Vielen Dank, Markus. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Zuschauer. Ich würde dann auch gleich hier den Channel schließen, damit wir uns gleich gesammelt in der Ostseebrise wiederfinden. Denn ich bin auch gespannt, wer die Rallye bei uns gewonnen hat. Von da an würde ich sagen, bis gleich in der Ostseebrise. Bis Tschüss. dahin und vielen Dank nochmal. Bis Tschüss. gleich.